Glückskette sammelt für Opfer von der Flutkatastrophe in Pakistan. Gegen 20 Millionen Menschen sind obdachlos. Eine Fläche von der vierfachen Grösse der Schweiz steht unter Wasser. Am Nationalen Sammeltag sind bis am frühen Abend gut 8,5 Millionen Franken zusammengekommen. Das ist viel Geld, aber sehr viel weniger, als die Schweizer Anfangsjahr beim Erdbeben Haiti gespendet haben. Die Gründe dafür und wie ein Pakistaner aus Zürich erzählt, wie sein Haus in der Heimat weggespült wurde, ist im Beitrag von der Donna Goblinger. Der Pakistani Baba ist ein bekanntes Gesicht in Zürich. Ein fleissiger Grillmeister von der Pumpstation geht es jetzt schlecht. Er hat in seiner Heimat sein Haus verloren und lange nicht gewusst, ob seine Familie noch am Leben ist. Weil erst drei Tage, ich habe die ganze Nacht nur geweint, weil ich habe, könnte nichts kontaktieren von meiner Familie. Alles, alles. Ich könnte nichts meine Freunde, ich könnte nichts meine Eltern, ich könnte nichts meinen Bruder. Alle waren die Nadel abgestellt, die Elektrizität, alles war im Fluss, alles im Wasser war. Seine Verwandten leben und kämpfen jeden Tag mit der riesigen Wassermasse. Ein starker Monsunregen sorgt Ende Juli für katastrophale Überschwemmungen in Pakistan. 15 Millionen Leute sind betroffen, 6 Millionen Menschen brauchen dringend humanitäre Hilfe. Es herrscht Seuchengefahr. Das Leid ist immens und obwohl die Schweizer spendenfreudig sind, haben sie das mal Unsicherheiten. Ich bin so in einem Zwiespalt. Einerseits würde ich gerne und andererseits habe ich wirklich Mühe wegen der Atomgeschichte. Das Land Pakistan, das baut Atombomben, hat kein Geld, ist wirklich im Elend, baut Atombomben und nachher sollte ins Ausland helfen. Wir tun die Leute unendlich leid. Aber ich glaube, es wäre ein falsches Signal, wenn wir jetzt hier im grossen Stil einsteigen. Die Glückskette sammelt heute für die Opfer von der Naturkatastrophe und ist grundsätzlich zufrieden. Es war ja ein kleiner heikler Punkt, für die Leute den Unterschied zu machen zwischen der Politik von diesem Land, vielleicht auch den Taliban-Fragen von diesem Land und der Betroffenheit. Und wenn man daran denkt, dass das natürlich ein gebirgiges Gebiet ist, wo viele, man kann ja Anführungszeichen sagen, Bergbauern vergleichbar mit uns alles verloren haben. Diese Botschaft ist angekommen. Die Leute differenzieren sehr. Der Baba schickt jetzt seiner Familie den Wert von seinen geplanten Ferien, nämlich 1'500 Franken. Wenn auch Sie helfen wollen, können Sie Ihren Teil dazu beitragen. Und zwar können Sie spenden auf Postkonto Nummer 10-15'000-6, Stichwort Überschwemmungen Asien. Für Tele Zürich, Dana Gablinger.